the action. Ja, Pacho, zuerst einmal, hast du schon mal eine Party gecrashed? Ja, hab schon mal. Als Fortuna Düsseldorf aufsteigen konnte, da habe ich damals beim VfB Stuttgart 2 gespielt und ja, damit habe ich schon mal eine Party von Fortuna Düsseldorf gecrashed. Und wie sah das aus? Ja, die brauchten einen Sieg oder halt einen Punkt, um aufzusteigen, und wir haben das Spiel halt 1-0 gewonnen. Am Samstag geht es gegen Magdeburg, die eben auch aufsteigen könnten. Es fühlt sich so an, als ob alle damit rechnen, dass Magdeburg gegen uns aufsteigt. Wie geht die Mannschaft damit um? Ja, wir gehen genau ins Gegenteil quasi. Wir werden das crashen, also werde ich das zweite Mal machen. Und ja, wollen unseren Negativlauf beenden und endlich wieder 3 Punkte einsammeln. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, ich denke mal, Magdeburg ist halt im Moment voller Euphorie und denken, dass sie das, ja, dass sie bei uns halt quasi gegen uns den Aufstieg feiern. Wir werden alles dagegen tun, damit es nicht passiert, und bringen die 3 Punkte nach Köln. Du hast deinen Vertrag jetzt aufgelöst und wirst die Fortuna am Saisonende verlassen. Was waren deine Beweggründe? Ich hatte schöne 5 Jahre hier, die noch nicht beendet sind, die hoffentlich mit dem Pokalsieg dann noch ihre Krönung bekommt. Aber ich muss auch auf meine Perspektive gucken, wie es nach dem Fußball weitergeht, und die war jetzt bei Borussia Mönchengladbach super gegeben, und deswegen habe ich das Angebot dann wahrgenommen. Alles klar, danke.